Am Ostermontag des Jahres 1453 erschien ein osmanisches Heer unter der Führung des ehrgeizigen jungen Sultans Mehmed II. Vor den Toren von Konstantinopel. Dieses Heer brachte die umfangreichste Belagerungsartillerie mit, die die Welt bis dahin gesehen hatte, und wollte damit in den kommenden Monaten die scheinbar unbezwingbaren Wälle der byzantinischen Hauptstadt zum Bröckeln bringen. Sowohl die Angreifer als auch die Verteidiger waren fest entschlossen, bis zum Äußersten zu kämpfen. Mit der Eroberung von Konstantinopel festigte das Osmanische Reich seine Position als Großmacht auf dem Balkan und im östlichen Mittelmeerraum und beendete die lange Geschichte des Römischen Reichs endgültig. Das Oströmische Reich hatte nämlich den sogenannten Untergang Roms im Jahr 476 nach Christus in Form des Byzantinischen Reichs fast 1000 Jahre überdauert. Die Eroberung von Konstantinopel ist einer der ganz großen Wendepunkte der Geschichte. Kaum eine andere Belagerung hat so viel Aufmerksamkeit erregt und kaum zu einer anderen gibt es so viele Bücher, Aufsätze, Filme und Videos wie zu dieser. In diesem Video erzählen wir die Geschichte der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen anhand der Erkenntnisse der gängigen Forschung. Im Lauf des 14. und frühen 15. Jahrhunderts eroberte das Osmanische Reich die Gebiete, die einst den Kern des Byzantinischen Reiches gebildet hatten, und begann dann, in den Balkan zu expandieren. Dabei spielte die Eroberung Konstantinopels eine besondere Rolle, denn sie war in den Hadith, einer Sammlung von Berichten über Aussprüche, Anordnungen und Handlungen, die traditionell dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden, mehrfach vorausgesagt worden. Manche Muslime hielten die Eroberung der Stadt sogar für das Endziel des Islam. Dementsprechend hatten im Lauf der Zeit bereits mehrere osmanische Herrscher versucht, Konstantinopel einzunehmen. Darunter auch Murad II., der Vater von Mehmed II., der die Stadt 1422 vergeblich belagert hatte. Nach diesem Fehlschlag hatte sich der Sultan darauf konzentriert, die türkischen Eroberungen der letzten Jahrzehnte zu konsolidieren, um eine bessere Ausgangslage für einen nächsten Versuch zu schaffen. Er war äußerst erfolgreich, denn als er 1451 starb, war von dem einst blühenden byzantinischen Reich nur noch wenig übrig. Ein paar Städte, eine Handvoll Inseln, die ferne Morea und Konstantinopel selbst. Das ausgedehnte Osmanische Reich erbte sein Sohn, Mehmed II. Aber viele der osmanischen Untertanen zweifelten daran, dass dieser fähig war, das Osmanische Reich zu führen. Das lag daran, dass er schon einmal auf dem Thron gesessen hatte, nämlich als sich sein Vater 1444 zur Ruhe setzen wollte. Mit nur 12 Jahren war Mehmed nicht in der Lage gewesen, das Reich allein zu regieren, und sein Vater musste schließlich 1446 zurückkehren. Als Mehmed nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1451 den Thron erneut bestieg, waren deshalb viele Osmanen beunruhigt und viele Europäer erleichtert. Man sah Mehmed als unerfahrenen Jüngling und somit nicht als echte Bedrohung. Umso mehr brauchte der Sultan einen militärischen Erfolg, um seine Position zu festigen. Er entschloss sich, nach dem vielgepriesenen roten Apfel, wie Konstantinopel genannt wurde, zu greifen. Viele sprachen sich gegen diesen Plan aus. Zum Beispiel die osmanische Bevölkerung, die friedlich mit den Byzantinern zusammenlebte. Der wichtigste Gegner des Plans war jedoch der osmanische Großwesir Candalialil Pascha. Wie viele Osmanen pflegte er freundschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen mit den Bewohnern der Stadt und hatte wenig Interesse an Krieg mit ihnen. Er war es auch schon gewesen, der Murad 1446 gebeten hatte, zurückzukehren und seinen Sohn wieder abzusetzen. Entsprechend war der Großwesir Mehmed ein Dorn im Auge, besonders weil er stets zur Vorsicht mahnte und sich für Frieden aussprach. Das brachte Halil Pascha sogar den Ruf ein, ein Freund der Christen und ein Verräter zu sein. Aber der Großwesir war ein mächtiger Mann und ein schlechter Ruf allein konnte ihm nichts anhaben. Kaum ein Jahr nach seiner Thronbesteigung begann Mehmed den Angriff auf Konstantinopel vorzubereiten. Im Frühjahr 1452 ließ er am europäischen Ufer des Bosporus eine Festung errichten, die einer ähnlichen Anlage seines Vaters gegenüberstand. Diese Festung, Rumeli Hisari, wurde auch Boaskesen genannt, was so viel wie Abschneider der Meerenge oder Halsabschneider bedeutet. Damit trieb er einen Stachel in das Fleisch des Byzantinischen Reiches.
Er verletzte nämlich nicht nur das Territorium der Byzantiner, sondern verschaffte sich mit der Festung auch die vollständige Kontrolle über die Meerenge. Darüber hinaus schickte Mehmed ein Heer in die Morea, um die Ländereien der Brüder des byzantinischen Kaisers zu plündern und sie so daran zu hindern, Konstantinopel zu Hilfe zu eilen. Mehmed streckte seine Hand nach dem roten Apfel aus. Mehmeds Gegenspieler war der Kaiser des Byzantinischen Reiches, Konstantin XI. Dieser umsichtige Herrscher erkannte Mehmeds Absichten rasch. Er schickte Briefe und ein Tribut an den Sultan, um ihn von einer friedlichen Lösung zu überzeugen, und baute politischen Druck auf, indem er alle Osmanen in Konstantinopel einkerkern ließ und drohte, Prinz Orhan freizulassen, einen Konkurrenten Mehmeds, der ebenfalls Anspruch auf den Thron des Osmanischen Reiches erhob. Orhans Freilassung hätte im schlimmsten Fall einen Bürgerkrieg auslösen können. Aber all das beeindruckte den Sultan nicht. Er schickte als Antwort lediglich die Köpfe von Konstantins Boten nach Konstantinopel zurück. Die Botschaft war klar. Mehmed hatte dem Byzantinischen Reich den Krieg erklärt. In weiser Voraussicht hatte Konstantin seine Verbündeten und den Papst für diesen Fall bereits um Hilfe gebeten. Aber die griechisch-orthodoxe und die römisch-katholische Kirche waren seit dem sogenannten Großen Schisma von 1054 entzweit. Und Papst Nikolaus V. bestand darauf, dass er erst einen Kreuzzug genehmigen konnte, wenn Konstantin eine umstrittene Kirchenunion, die 1439 ausgehandelt worden war, umsetzte. Den Byzantinern blieb nichts anderes übrig, als einzulenken und dem päpstlichen Legaten Kardinal Isidor zu gestatten, die Union trotz des großen Widerstandes in der Hagia Sophia zu verkünden. Nachdem dieses Problem aus dem Weg geräumt worden war, konnte Konstantinopel endlich auf Hilfe aus Westeuropa hoffen. Isidor selbst hatte bereits 200 Söldner mitgebracht und der Papst rief die Katholiken Europas auf, Konstantinopel zu Hilfe zu eilen. Außerdem versprach Konstantin im Gegenzug für militärische Unterstützung große Reichtümer. Das veranlasste die Stadtstaaten Norditaliens, insbesondere Venedig und Genua, Verstärkung zu schicken. Isidors Söldner galten lediglich als Vorhut eines Heeres, das nach Osten marschieren würde, um Konstantinopel zu retten. Die wohl wertvollste Ergänzung der Garnison war ein erfahrener Glücksritter aus Genua, der im Jahr 1453 nach Konstantinopel segelte. Sein Name war Giovanni Giustiniani Longo. Er brachte 700 erfahrene und gut bewaffnete Söldner mit und sollte in der bevorstehenden Belagerung eine entscheidende Rolle spielen. Da er sich mit der Verteidigung von Stadtmauern auskannte, ernannte Konstantin ihn zum Befehlshaber der landwärtigen Verteidigungsanlagen. Neben Giustinianis Truppe schlossen sich auch die Besatzungen der Schiffe im Goldenen Horn, insgesamt etwa 1000 Mann, den Verteidigern an. Georgios Frances, ein byzantinischer Politiker und Augenzeuge, schätzt die Zahl der Verteidiger auf knapp 7000. Laut ihm beteiligten sich etwa 2000 Ausländer und 4973 wehrfähige Einwohner, die zwar gut ausgerüstet, aber nicht ausgebildet waren an der Verteidigung. Die meisten modernen Historiker gehen davon aus, dass dazu noch professionelle Soldaten kamen und rechnen damit, dass insgesamt 7.000 bis 9.000 Mann die Stadt verteidigten. Konstantinopel war einst das Zentrum der mittelalterlichen Welt. Es verband Europa, Asien und den Nahen Osten und fast aller Handel zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer lief über die Stadt. Doch die Kriege und Katastrophen der letzten Jahrhunderte hatten ihre Spuren hinterlassen. In den 1340er Jahren hatte die Pest in Konstantinopel gewütet und fast die Hälfte der Einwohner getötet. Und der politische Niedergang des Byzantinischen Reiches hatte zu einer Wirtschaftskrise geführt, die die Hauptstadt weiter entvölkerte. Nach Angaben des Historikers Klaus-Peter Todt lebten Mitte des 15. Jahrhunderts nur noch etwa 50.000 bis 75.000 Menschen dort. Trotzdem war Konstantinopel keine verlassene und zerfallene Stadt. Ganz im Gegenteil, ihre Mauern hatten dem nagenden Zahn der Zeit erfolgreich widerstanden und wurden im Winter 1453 erneut repariert und verstärkt. In perfekter Ergänzung zum schützenden Wasser erstreckte sich eine 11 Meter hohe Mauer mit 220 Türmen entlang des Meeres und eine gewaltige Eisenkette versperrte den Zugang zum Goldenen Horn. Diese Kette erstreckte sich von der Stadt über das Horn bis zur genuesischen Kolonie Pera, die sich laut Jonathan Harris, einem Professor für byzantinische Geschichte, gegenüber den Osmanen zur Neutralität verpflichtete, aber dennoch Soldaten schickte, um bei der Verteidigung Konstantinopels zu helfen.
Manche behaupteten auch, dass die Venezianer den Sultan gleichzeitig mit wichtigen Informationen versorgten. Alles in allem ist die Haltung von Pera schwer zu deuten und Gerüchte lassen sich kaum von Tatsachen trennen. Wie dem auch sei, für den Verlauf der Belagerung war vor allem entscheidend, dass sie die Kontrolle über die Kette, die das Goldene Horn versperrte, nicht aufgaben und die Osmanen sie ihnen auch nicht entreißen konnten. Während auf der Seeseite eine einfache Mauer ausreichte, brauchte es auf der Landseite etwas Solideres, denn ein Angreifer musste sich der Stadt gezwungenermaßen von dort nähern. Diese Seite wurde deshalb von der 5,5 Kilometer langen Theodosianischen Mauer geschützt. Sie war bereits im 5. Jahrhundert nach Christus erbaut worden und die Bewohner der Stadt hatten sie immer wieder repariert und verbessert, sodass sie lange Zeit als stärkste Befestigungsanlage im östlichen Mittelmeerraum galt. Die Theodosianische Mauer war eigentlich eine komplexe Wallanlage. Sie bestand aus einem 7 Meter tiefen und 18 Meter breiten Graben mit einem Niederwall direkt am inneren Rand. Dahinter türmten zwei Mauern, die äußere 8 Meter hoch mit 90 Türmen, die innere 11 Meter hoch, 4,8 Meter dick und mit 96 Türmen ausgestattet. Auf den Mauerkronen standen zahlreiche Kanonen und Katapulte, bereit jeden Angreifer wärmstens zu empfangen. Nach seiner Ankunft ordnete Giustiniani sofort an, die Mauern noch weiter zu optimieren. Unter seiner Aufsicht vertieften die Verteidiger den Graben, reparierten die Mauer und hängten riesige mit Stroh gefüllte Kissen davor, um den Einschlag osmanischer Kanonenkugeln zu dämpfen. Giustiniani wusste, dass er nicht genug Männer hatte, um die innere und die äußere Mauer zu besetzen und entschloss sich deshalb, seine Männer vor allem auf der äußeren auszustellen und von dort aus proaktiv zu verteidigen, das heißt regelmäßig Ausfälle zu machen. Für alle Beteiligten war klar, dass die Belagerung von Konstantinopel ein Wettlauf um die Zeit sein würde. Mehmet musste sich beeilen, weil jederzeit ein Entsatzheer aus dem Westen eintreffen konnte und es schwierig war, sein riesiges Heer zu versorgen. Außerdem musste er sich als Anführer beweisen und seine Kritiker zum Schweigen bringen. Wenn er die Mauern von Konstantinopel nicht innerhalb nützlicher Frist überwinden würde, könnte das sein Ende sein. Die Verteidiger dagegen mussten Zeit schinden, wo sie nur konnten, denn sie mussten durchhalten, bis Hilfe eintraf. Obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren, sah es so aus, als könnten sie das schaffen. Sie waren gut versorgt und alle halfen mit, Lebensmittel und Wertgegenstände zu sammeln, die dringend benötigt wurden, um die ausländischen Söldner zu bezahlen. Ironischerweise kam ihnen die Entvölkerung der Stadt durch die Katastrophen der letzten Jahrhunderte nun gelegen, denn dank dem gab es freie Flächen, die in Ackerland umgewandelt worden waren und nun zusätzliche Ressourcen abwarfen. Als die Belagerung begann, war die Stadt gut versorgt. Konstantinopel war nicht das traurige Überbleibsel eines Reiches, das einem übermächtigen Feind gegenüberstand, wie oft behauptet wurde. Im Gegenteil, es schien, als hätte Mehmet seine Hand nach dem falschen Apfel ausgestreckt. Der Sultan war gewiss kein Narr und hatte nicht die Absicht, diese dornige Frucht mit bloßen Händen zu pflücken. Er hatte den Winter damit verbracht, eine beeindruckende Armee zu rekrutieren. Christliche Augenzeugen haben sie auf gewaltige 400.000 Mann geschätzt, aber das ist mit Sicherheit übertrieben. Die meisten modernen Schätzungen gehen von 60.000 bis 150.000 Mann aus, was immer noch bedeutet, dass sie den Verteidigern etwa 10:1 überlegen waren. Es war jedoch nicht die Größe dieses militärischen Giganten, die herausstach, sondern die umfangreiche Artillerie, die er mitbrachte. Mehmet hatte nämlich zahlreiche riesige Bombarden anfertigen lassen, um die Theodosianische Mauer zu zerschießen. Besonders gewaltig waren die Geschütze aus der Gießerei eines Christen namens Urban. Den Historikern Marios Philippides und Walter Harnack zufolge war eines von Urbans Meisterwerken, wahrscheinlich das größte seiner Geschütze, eine Bombarde, die der Basilisk genannt wurde. Diese monströse Maschine konnte Steinkugeln von mehr als einer halben Tonne Gewicht verschießen und hatte angeblich eine Reichweite von über einem Kilometer. Der Basilisk hatte die nötige Wucht, um eine stabile Mauer zu zerstören, war aber so schwerfällig, dass er pro Tag nicht mehr als eine Handvoll Kugeln abfeuern konnte. Aber wenn er in das tödliche Orchester der insgesamt etwa 70 osmanischen Geschütze eingereiht war, war das kaum ein Nachteil. Im Februar 1453 erschienen die ersten osmanischen Schiffe vor Konstantinopel
und schlossen die Stadt von der Seeseite her ein. Gleichzeitig erklangen in der Ferne die Kriegsschreie der Männer des Gouverneurs von Rumelien, die die Vorhut des osmanischen Heeres bildeten. Sie rodeten die Weinberge und Obstplantagen außerhalb von Konstantinopel und eroberten die wenigen byzantinischen Städte, die an den Küsten des Marmara-Meeres und des Schwarzen Meeres noch übrig waren. Konstantin ließ sich das nicht einfach gefallen und schickte seine Schiffe aus, um die osmanischen Dörfer an der Küste des Marmara-Meeres zu überfallen. Aber die Osmanen ließen sich nicht aufhalten und bald erschienen die ersten Truppen des Reiches am asiatischen Ufer des Bosporus. Während sie übersetzten, strömten die Truppen aus Rumelien bereits zum Goldenen Horn. Am 5. April, dem Ostermontag des Jahres 1453, traf schließlich der Sultan mit dem Hauptheer ein. Die schwere Artillerie, deren Transport über 2 Monate gedauert hatte, war bereits in Stellung. Mehmet schlug sein Lager auf einem Hügel gegenüber der Stadtmauer zwischen dem Tor des heiligen Romanus und dem Tor des Carisius auf, dem sogenannten Mesotechion, was so viel heißt wie Mitte der Mauer. Diese Stelle war für einen Angriff besonders geeignet, weil dort das Lykustal in die Stadt verlief. Dadurch lagen die Mauern etwas tiefer, sodass die osmanische Artillerie auf sie herabschießen konnte. Mehmet stellte sein Heer so auf, dass das Palastkorps einschließlich der Janitscharen das Zentrum bildete, die anatolischen Truppen den rechten Flügel, der bis zum Marmara-Meer reichte, und die Truppen aus Rumelien den linken Flügel bis zum Goldenen Horn. Auf der anderen Seite des Goldenen Horns sicherte Zaganos Pascha mit einigen tausend Mann die Anhöhen hinter Pera. Zaganos Pascha war der zweite Wesir und ein enger Berater des Sultans. Er war absolut loyal und stimmte im Zweifelsfall immer für die kriegerische Lösung. Am frühen Morgen des 5. April rückte die osmanische Armee zu ihren Belagerungspositionen entlang der Landmauer vor. Bevor die osmanischen Geschütze das Feuer eröffneten, forderte Mehmet Konstantin ein letztes Mal auf, sich zu ergeben. Wenn er die Stadt jetzt übergab und sich Mehmet unterwarf, würde dieser im Gegenzug Leben und Eigentum der Bewohner schonen. Konstantin lehnte ab. Als Mehmets Heer eintraf, waren die Verteidiger längst vorbereitet. Kaiser Konstantin und Giustiniani stellten sich mit 3000 Mann am Mesotechion auf und die venezianischen Seeleute unter Girolamo Minotto am zweiten kritischen Punkt, dem Bezirk Blachernai. Die übrigen Männer verteilten sich entlang der Mauer. Außerdem hielt man eine kleine Reserve unter Lucas Notaras bereit. Notaras war in gewisser Weise das Gegenstück zu Chandalialil Pascha. Er war der oberste Minister des Byzantinischen Reiches und sprach sich für eine friedliche Lösung aus, was ihm ebenfalls den Ruf eines Verräters einbrachte. Auch Prinz Orhan, der fürchtete, was Mehmet mit ihm tun würde, wenn er ihn zu fassen bekam, schloss sich den Verteidigern an und bezog auf der Seemauer Position. Am 7. April eröffneten die kleineren Geschütze der Osmanen das Feuer. Nach und nach kamen die größeren Bombarden dazu, bis die Batterien am 11. April schließlich vollständig waren. Von da an schwiegen die osmanischen Kanonen keine Minute. Der Florentiner Kaufmann Jacopo de Daldi schätzte, dass sie täglich zwischen 100 und 150 Kugeln abfeuerten. Die Kissen auf den Mauern bewirkten so gut wie nichts, sodass die Mauern bald zu bröckeln begannen und die Verteidiger sie so gut es ging ausbessern mussten. Dazu benutzten sie Schutt und Erde, was sehr wirksam war, denn die weiche Erde dämpfte den Aufprall der Kanonenkugeln und bildete trotzdem ein wirksames Hindernis, wie die Osmanen gleich bei ihrem ersten Sturmangriff feststellen mussten. Die Artillerie war jedoch nur eines von Mehmets Werkzeugen. Gleich zu Beginn der Belagerung ließ er ein Heer von Arbeitern den Graben zuschütten, um eine ebene Fläche für den Angriff zu erhalten. Gleichzeitig suchten seine Bergleute nach geeigneten Stellen, um Minen zu graben, und die Ingenieure begannen zusätzliche Belagerungsausrüstung zu bauen, zum Beispiel mobile Unterstände, sogenannte Sauen, und Belagerungstürme. Am 12. April traf schließlich auch der osmanische Admiral Süleyman Baltolu mit dem Rest der osmanischen Armada aus Gallipoli ein. Die gingen bei Diplokionion, dem heutigen Besiktas, vor Anker. Die haben dann nicht, wie manche moderne Autoren, wie zum Beispiel David Nicol, schreiben, sofort die Kette über das Goldene Horn angegriffen, sondern sich darauf konzentriert, die Stadt von der Außenwelt abzuschotten. Das war ein Problem für die Verteidiger, denn nun konnte Verstärkung, die auf dem Seeweg kam, nirgends mehr landen.
Auf den Mauern machte Giustiniani derweil seinem Ruf alle Ehre. Jede Nacht reparierten seine Männer die beschädigte Mauer und jeden Tag traten sie den osmanischen Angreifern entgegen. Schon in der ersten Woche wehrten sie mehrere kleinere Sturmangriffe ab. Sie nutzten dazu alles, was ihnen zur Verfügung stand. Ihre Kanonen waren mit Kartätschen, also Schrot für Artillerie, geladen und hatten eine vernichtende Wirkung, wenn sie eine Gruppe von Angreifern trafen. Außerdem ließen die Verteidiger einen unaufhörlichen Hagel von Pfeilen und anderen Geschossen auf die Männer am Fuß der Mauer niederhageln. In vielen Fällen begaben sich Giustiniani und seine kampferprobten Söldner auch in den Graben und begegneten den Angriffen direkt am Fuß der Mauer im Nahkampf. Ganz generell versteckten sich die Verteidiger nicht hinter ihren Wällen. Giustiniani setzte stark auf Ausfälle und schickte immer wieder kleine Trupps los, um die Osmanen zu überfallen, ihre Lager anzugreifen oder ihre Artillerie zu beschädigen. Weil das mit hohen Risiken verbunden war, mussten die Verteidiger im Lauf der Belagerung aber zunehmend davon ablassen, weil sie immer weniger wurden und jeder Mann auf den Mauern gebraucht wurde. Unterdessen ließ der Sultan, der zu allem entschlossen war, zwei der letzten byzantinischen Festungen, Studios und Therapia, einnehmen, um den Rücken frei zu bekommen. Seine Männer nahmen die Verteidiger gefangen, brachten sie nach Konstantinopel und hängten sie vor den Stadtmauern auf. Nach zwei Wochen beschloss Mehmet, dass die Zeit für einen Sturmangriff gekommen war. Seine Berater, allen voran Candarli Alil Pascha, ermahnten ihn zwar noch zu warten, bis der Graben vollständig zugeschüttet war, aber der Sultan hörte nicht auf sie. Er wollte seinen Sieg jetzt. Am 18. April war es dann soweit. Die Janitscharen, ein Teil der schweren Infanterie und eine Abteilung Bogenschützen, rückten gegen den mittleren Teil der Mauer vor. Giustiniani und seine schwer bewaffneten Söldner aus Genua nahmen sie im Graben in Empfang, während die einheimischen Verteidiger die Mauern bewachten. Weil der Graben erst an einer sehr schmalen Stelle passierbar war, konnten die Angreifer ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausnutzen und wurden immer wieder zurückgeworfen. Nachdem sie 4 Stunden vergeblich versucht hatten, an Giustiniani und seinen Männern vorbeizukommen, brach der Sultan den Angriff ab. Seine Männer hatten schwere Verluste erlitten und Mehmet war seinem Ziel keinen einzigen Schritt näher. Im Gegenteil, der Erfolg stärkte die Moral der Verteidiger. Sie waren nun überzeugt, dass sie die Mauern halten konnten, bis Hilfe eintraf. Aber Zuversicht allein füllt keinen Magen. Die Kornkammern waren zwar noch nicht leer, aber die Reserven schwanden von Tag zu Tag und auch die Kraft der Verteidiger, die dauernd auf den Füßen waren, um die kilometerlangen Mauern zu bewachen, ließ langsam nach. Dazu kam, dass das ständige Kämpfen und der Beschuss die Zahl der Verteidiger schrumpfen ließ, sodass die übrig gebliebenen noch härter arbeiten mussten. Es war klar, dass Konstantinopel ohne Hilfe und Nachschub nicht mehr lange durchhalten würde. Gerade als die Angst zu überwiegen drohte, erschien Hoffnung am Horizont, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am 20. April erspähten die Männer auf den Mauern die Segel von 4 Schiffen. Die kleine Flotte bestand, wie sich bald herausstellte, aus 3 genuesischen Galeeren und einem byzantinischen Frachtschiff. Freudenschreie ertönten aus Konstantinopel, während von der anderen Seite des Goldenen Horns eher Flüche zu hören waren. Mehmet wusste, dass es katastrophale Folgen haben konnte, wenn die Verteidiger Nachschub erhielten, und befahl seinem Admiral Baltolu, die Schiffe unter keinen Umständen vorbeizulassen. Der Admiral wusste, dass Versagen keine Option war, und wenn nicht, hat es ihm der Sultan sicher mehr als deutlich gesagt. Die osmanische Flotte traf auf die genuesischen Schiffe, als diese gerade die Spitze der Halbinsel umfahren wollten. Die herannahenden Seeleute setzten alle Segel in den Wind, die sie hatten. Sie hofften, dass der starke Südwind ihnen genug Schwung geben würde, um durch die Blockade durchzubrechen. Aber nachdem sie sich etwa eine Stunde lang erfolgreich durch die osmanische Flotte gepflügt hatten, flaute der Wind plötzlich ab. Nun begann ein verzweifelter Nahkampf. Baltolus Männer versuchten, die robusten genuesischen Galeeren zu entern, hatten aber ihre Schwierigkeiten, weil sie viel höhere Bordwände hatten als ihre eigenen Schiffe. Trotzdem schloss sich der Griff der Osmanen immer enger um die Schiffe der Europäer. Der Kampf dauerte so lange und war so erbittert, dass die Genuesen all ihre Pfeile verschossen und die Osmanen mit Speeren und Schwertern daran hindern mussten, ihre Schiffe zu erklettern.
In einer letzten Anstrengung vereinten sie ihre Kräfte, indem sie die Galeeren zu einer schwimmenden Burg verbanden. Dank dem konnten sie den osmanischen Enterversuchen standhalten, bis die untergehende Sonne das Wasser des Goldenen Horns rot färbte. Der Kampf schien schon fast verloren, als der Wind plötzlich wieder auffrischte und es den Neuankömmlingen endlich gelang, die Blockade zu durchbrechen. Unter dem Jubel der Verteidiger liefen sie in den Hafen ein. Sie brachten die dringend benötigte Verstärkung und frische Lebensmittel. Mehmet tobte vor Wut. Er entließ Baltolu umgehend von seinem Posten als Admiral und ließ ihn auspeitschen und enteignen. Genau wie er befürchtet hatte, traf diese scheinbar kleine Niederlage die Moral seiner Soldaten schwer. Und die schlechte Stimmung wurde noch dadurch verstärkt, dass Gerüchte umgingen, dass Johann Hunyadi, der Regent von Ungarn, mit einem Heer die Donau überquert hatte und bereits eine venezianische Flotte in See gestochen war, um Konstantinopel zu Hilfe zu kommen. All das beunruhigte Mehmet und noch mehr seine Männer. Der Druck auf den jungen Sultan wuchs mit jedem Tag und seine Kritiker wurden immer lauter. Mehmet war mit seiner Weisheit aber noch nicht am Ende. Während seine Geschütze die Verteidiger auf Trab hielten und am 21. April einen ganzen Turm und mehrere Meter Mauer in der Nähe des Tores des heiligen Romanus zerstörten, bereitete Mehmet bereits in aller Heimlichkeit seinen nächsten Plan vor. Das war nicht ganz einfach, weil die Spione beider Seiten überall waren und Mehmets Vorhaben nicht gerade leicht zu verbergen war. Er wollte nämlich den sprichwörtlichen Berg zum Propheten bringen. Der Sultan ließ seine Flotte über Land ins Goldene Horn transportieren. Das war ein strategischer Geniestreich, denn auf diese Weise konnten die Osmanen die Stadt unerwartet vom Goldenen Horn aus angreifen, das die Verteidiger wegen der Kette für unzugänglich hielten. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, ließ Mehmet seine vertrauenswürdigsten Männer Tag und Nacht an einer Art Straße arbeiten, auf der ein Teil der Flotte hinter Pera hindurchgeschleppt und in der Nähe des heutigen Stadtteils Kasım Pascha wieder zu Wasser gelassen werden konnte. Am 22. April war diese Schiffsstraße fertig und rund 72 Schiffe wurden von Männern und Ochsen mühsam den Berg hinaufgezogen und dann ins Goldene Horn hinabgelassen. Diese Überfahrt wurde von einem Sperrfeuer der osmanischen Artillerie gedeckt, das die Schiffe im Horn auf Distanz hielt und den Lärm der Arbeiten übertönte. Als die Verteidiger die ersten Schiffe ins Horn einlaufen sahen, waren sie schockiert. Für sie war das eine Katastrophe, denn nun mussten sie ihre begrenzten Truppen noch weiter verteilen. Laut Jonathan Harris mussten die Osmanen nicht einmal angreifen. Ihre bloße Anwesenheit zwang die Verteidiger, sich zu erschöpfen. Es gab nur noch eine Hoffnung für sie. Sie mussten die Initiative ergreifen und einen Gegenangriff starten. Das Problem war, dass sich die Verteidiger nicht über die Details dieses Angriffs auf die osmanischen Schiffe im Goldenen Horn einigen konnten und ihn deshalb immer wieder verschoben. Das gab den Osmanen die Zeit, ihr Blatt um einen weiteren Trumpf zu erweitern. Sie bauten eine Brücke aus Fässern und Holzplanken über das Goldene Horn, die stabil und breit genug war, um Artillerie darüber zu transportieren. Dadurch wurden die beiden Lager der Osmanen besser verbunden, was den Vorteil ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit noch vergrößerte, weil sie nun Männer und Geschütze sehr schnell verschieben konnten. Trotz mehrerer Versuche gelang es den Verteidigern nicht, die Brücke zu zerstören. Es war fast eine Woche vergangen, seit die osmanischen Schiffe im Goldenen Horn lagen, als sich die Verteidiger endlich geeinigt und einen Angriff vorbereitet hatten. Am 28. April, kurz vor Sonnenaufgang, ruderten 4 oder 5 Schiffe leise los, um die osmanischen Schiffe anzuzünden, angeblich mit griechischem Feuer, der berühmten Brandwaffe der Byzantiner. Doch als sie sich dem osmanischen Ankerplatz näherten, blitzten plötzlich die Mündungsfeuer mehrerer Kanonen in der Dunkelheit auf. Ein Verräter hatte den Plan der Verteidiger preisgegeben. Die Seeleute wehrten sich so gut sie konnten, aber sie saßen auf dem Präsentierteller. 2 der Schiffe wurden auf der Stelle versenkt und 50 Männer getötet. 40 weitere sprangen ins Wasser, um an Land zu schwimmen. Sie ereilte ein noch schlimmeres Schicksal. Die Osmanen fischten sie aus dem Wasser und fehlten sie am nächsten Tag direkt vor den Augen der Verteidiger. Deren Antwort kam postwendend und war ebenso brutal. Sie brachten 260 Kriegsgefangene auf die Mauern und hängten sie einen nach dem anderen
auf. In diesem Moment eskalierte die Spirale der Gewalt. Nun gab es kein Zurück mehr. Beide Seiten würden kämpfen bis zum bitteren Ende. In der Stadt machte sich bald Verzweiflung breit, denn nun ging die Lebensmittel endgültig zur Neige. Auch der Nachschub vom 20. April war inzwischen aufgegessen. Damit erreichte die Moral der Verteidiger ihren Tiefpunkt. Wann immer die Osmanen den Beschuss ein wenig reduzierten, verließen Heerscharen von Männern die Mauern, um ihren Familien zu helfen, Lebensmittel zu beschaffen. Anfang Mai musste Kaiser Konstantin schließlich alle Lebensmittel beschlagnahmen, zentral lagern und beginnen, Rationen auszugeben. Während die Armen sich um das Essen sorgten, sorgten sich die Reichen um ihr Geld. Jonathan Harris erklärt, dass viele der wohlhabenden Einwohner sich weigerten, dem Kaiser ihr Vermögen zur Verfügung zu stellen. Deshalb musste er die Wertgegenstände aus den Kirchen einsammeln und einschmelzen, damit er die Söldner weiter bezahlen konnte. Niemand war bereit, sein Leben umsonst zu riskieren, schon gar nicht die Fremden. In der Hoffnung auf ein Zeichen von der ersehnten Unterstützung entsandte Konstantin eine Brigantine, die als osmanisches Schiff getarnt war, in die Ägäis, um nach einer christlichen Flotte Ausschau zu halten. Während sich die Lage in der Stadt weiter zuspitzte, wurden die Osmanen durch die Gerüchte über ein ungarisches Entsatzheer gespalten. Wieder war es Chandarli Alil Pascha, der sich für das vorsichtigere Vorgehen aussprach und den Rückzug vorschlug. Zaganos Pascha und seine Unterstützung plädierten dafür, die Belagerung fortzusetzen. Der Sultan wusste, dass er alles auf eine Karte gesetzt hatte. Er konnte nur nach vorn und befahl seinen Männern deshalb, einen Zahn zuzulegen. Die Osmanen intensivierten ihre Bemühungen in allen Bereichen. Ihre Arbeiter beeilten sich, den Graben zuzuschütten, ihre Bergleute gruben so schnell wie möglich und ihre Kanonen donnerten unablässig. Nun hagelten ihre Kugeln von allen Seiten auf die Stadt ein, auch vom Goldenen Horn. Am 7. Mai starteten die Osmanen ihren zweiten Großangriff auf die Bresche in der Nähe des Tors des Heiligen Romanus. Die Verteidiger stellten sich ihnen tapfer entgegen und drängten sie nach einem blutigen Kampf zurück. Aber schon 5 Tage später folgte der nächste Angriff. Dieses Mal griffen die Osmanen um Mitternacht den Stadtteil Blachernai an. Bei diesem bisher vielversprechendsten Vorstoß kämpften sie sich entschlossen vor, sodass die Verteidiger sie nur mit äußerster Anstrengung aufhalten konnten. Diese andauernden Angriffe verlangten den Männern auf den Mauern unglaublich viel ab. Sie konnten gerade so standhalten, mussten aber bald von weiteren venezianischen Seeleuten verstärkt werden. Während vorerst alle Sturmangriffe scheiterten, machten die osmanischen Bergleute gute Fortschritte. Wenn es darum ging, eine Bresche zu schlagen, war eine Mine in der Regel am vielversprechendsten. Und die Osmanen hatten sehr fähige Bergleute aus den Silberminen Serbiens, wo sie jahrelange Erfahrung im Graben von Stollen gesammelt hatten. Zu ihrem Glück hatten die Verteidiger einen Mann, der ebenso fähig war wie die serbischen Bergleute. Ein deutscher Söldner und Ingenieur, der Johannes Grant genannt wurde und sich mit Minenkrieg bestens auskannte, nahm sich der osmanischen Minen an. Seine Methoden waren recht einfach, aber sehr wirksam. Er ließ seine Männer nach Grabgeräuschen lauschen und stellte mit Wasser befüllte Gefäße auf, um Erschütterungen zu erkennen. Wenn er einen feindlichen Stollen geortet hatte, gruben seine Männer eine Gegenmine zum feindlichen Tunnel, um ihn zu fluten oder auszuräuchern. Johannes und seine Männer hatten alle Hände voll zu tun, um mit den osmanischen Bergleuten Schritt zu halten, und es gelang ihnen mehrmals nur gerade so, eine Katastrophe zu verhindern. Als sie jedoch am 23. Mai einen weiteren osmanischen Stollen entdeckten, gelang es ihnen, die serbischen Bergleute darin gefangen zu nehmen. Unter Folter verrieten sie im Lauf der nächsten Tage die Standorte weiterer Tunnel. Insgesamt neutralisierten Johannes und seine Männer mindestens 7 große Minenstollen. Parallel dazu begann auch die osmanische Flotte Druck aufzubauen. Am 16., 17. und 21. Mai griff sie die Kette über das Goldene Horn an. Die Verteidiger konnten zwar alle 3 Angriffe abwehren, erkannten aber, dass sie nun auch diese Stelle aktiv bewachen mussten. Auch auf der Landseite gaben die Angreifer ihnen keine Verschnaufpause.
Sie bauten nämlich mehrere Belagerungstürme, von denen sie auf die Mauer schießen und die Verteidiger zwingen wollten, in Deckung zu gehen, damit ihre Arbeiter den Graben ungestört füllen konnten. Laut Philippides und Harnack wurde einer dieser schwerfälligen Giganten in der Nähe des Pegetors bei einem Ausfall der Verteidiger am 18. Mai zerstört. Nach einem heftigen Kampf gelang es einem kleinen Trupp, sich ihm zu nähern und ihn mit einer Fackel in Brand zu setzen. Dasselbe Schicksal ereilte in den nächsten Tagen weitere Belagerungstürme. Am 23. Mai kehrte die Brigantine mit schlechten Nachrichten zurück. Es war keine Hilfe in Sicht. Nun machte sich unter den müden Verteidigern Verzweiflung breit. Das andauernde Kämpfen, Arbeiten und Hungern gepaart mit den schlechten Nachrichten ließen ihre Moral bröckeln. Immer lauter sprach man auf den Straßen von Kapitulation und in der kleinsten Unregelmäßigkeit meinte man schlechte Omen zu erkennen. Man nahm Zuflucht zu Gebeten und Messen. Die Stimmung wurde immer angespannter und es kam immer häufiger zu Streit, etwa zwischen katholischen und orthodoxen Christen, zwischen den Venezianern und den Genuesen oder zwischen den Kommandanten. Vor allem Giustiniani und Notaras gerieten aneinander. Die Verteidiger waren physisch und psychisch völlig am Ende. Aber obwohl die Menschen verzweifelt waren und die Kornkammern leer, hatte Konstantinopel bis jetzt allen osmanischen Angriffen getrotzt. Der Sultan stand unter immensem Druck, besonders weil die Bedingungen in seinem eigenen Lager nicht viel besser waren. Er musste sofort handeln. Ein letztes Mal forderte er den Kaiser auf, zu kapitulieren. Aber noch immer war Konstantin nicht bereit, seine Stadt aufzugeben. Er wollte mit seinem Leben daran festhalten. Als Mehmet diese Antwort erhielt, beschloss er, dass es an der Zeit war, aufs Ganze zu gehen. Er befahl seinen Männern, sich auszuruhen und vorzubereiten. Das Schicksal Konstantinopels würde sich beim nächsten Angriff entscheiden. Jetzt zeigte sich Mehmets Geschick in der psychologischen Kriegsführung. Er machte sich die Tatsache zunutze, dass die Verteidiger bereits ein Meer von Zelten vor Augen hatten und ließ seine Truppen Tausende von Feuern entzünden, einen gewaltigen Lärm veranstalten und Kampflieder singen. Der Anblick muss herzerschütternd gewesen sein. Giustiniani war die ganze Nacht auf den Füßen, um die Männer, die die Mauern auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiteten, anzutreiben. Nach 3 Tagen intensiver Vorbereitungen nahmen die Osmanen am frühen Morgen des 29. Mai, etwa 3 Stunden vor Sonnenaufgang, Schlachtordnung ein. Trommeln, Trompeten, Hörner und Kriegsgeschrei erschütterten die Luft, als der Angriff begann. Diesmal waren die Soldaten Mehmets überall. Selbst vom Goldenen Horn und vom Meer aus versuchten Seeleute, die Mauern zu erklimmen. Das Hauptziel war jedoch immer noch der mittlere Teil der Theodosianischen Mauer, wo der Graben nun vollständig zugeschüttet und beide Mauern schwer beschädigt waren. Die erste Welle, die der Sultan schickte, bestand aus den Truppen seiner christlichen Vasallen. Diese stürmten zur Mauer und versuchten, die reparierten Stellen zu erklimmen, aber die Geschosse der Verteidiger machten ihnen schwer zu schaffen und brachten ihnen hohe Verluste bei. Als die hinteren Reihen sahen, was sie erwartete, wollten sie sich umdrehen, um zu fliehen, aber ihre osmanischen Kameraden versperrten ihnen den Weg. Nach einiger Zeit befahl Mehmet seinen Kanonieren, das Feuer zu eröffnen und ohne Rücksicht alle zwischen ihnen und den Mauern niederzumähen. Die erste Welle wurde dadurch fast aufgerieben, aber sie erfüllte ihren Zweck und ermüdete die Verteidiger. Als die Kanonen wieder verstummten, schickte Mehmet die zweite Welle aus den besser ausgebildeten und erfahreneren Truppen der osmanischen Provinzen los. Auch sie kämpften tapfer und schafften es sogar, in eine Bresche in der Nähe des Tors des heiligen Romanus einzudringen. Aber zu guter Letzt konnten auch sie sich nicht durchsetzen, sodass Mehmet gegen 5.30 Uhr den Rückzug befahl. Die provinzialen Truppen machten Mehmets letzter Welle Platz, der Elite seines Heeres, nämlich den Palasttruppen und den Janitscharen. Die Janitscharen waren von Kindesbein an indoktriniert worden und brannten darauf, für ihren Sultan zu kämpfen und zu sterben. Sie sollten den entscheidenden Schlag gegen die erschöpften und verzweifelten Verteidiger führen. Die aufgehende Maisonne, wenn auch vom Pulverdampf verdeckt, ließ klar erkennen, dass diejenigen, die sich diesem letzten Ansturm stellten, den Angreifern weit unterlegen waren.
Kaum mehr als 500 Schützen verteidigten die Mauer am Goldenen Horn, während Giustiniani mit dem Rest seiner Söldner und dem Großteil der Griechen, insgesamt nur noch etwa 3000 Mann, die äußere Mauer im mittleren Abschnitt hielt. Auch der Rest der Verteidigungsanlagen war bedenklich dünn besetzt, an manchen Stellen so dünn, dass ein einzelner Mann einen ganzen Abschnitt verteidigen musste. Als die dritte Angriffswelle über Konstantinopel hereinbrach, stemmten sich die Verteidiger verzweifelt dagegen. Der Sultan stürmte an der Spitze seiner Truppen auf die Stadt zu, zog sich aber vorsichtshalber am Graben zurück. Die Verteidiger wehrten sich mit letzten Kräften, aber nach einer weiteren Stunde blutigen Kampfes gewannen die Osmanen langsam die Oberhand. Wie sie tatsächlich durchgebrochen sind, ist nicht ganz klar, wird aber von den Quellen mit zwei Unglücksfällen erklärt. Zum einen durchschlug ein Pfeil oder eine Kugel den Arm und die Brust von Giovanni Giustiniani Longo, sodass er sich auf sein Schiff zurückziehen musste, um die Wunde versorgen zu lassen. Der Ausfall ihres Anführers verwirrte die Verteidiger oder löste möglicherweise sogar Panik aus. Allein die Verletzung von Giustiniani erklärt aber den Zusammenbruch der Verteidigung noch nicht. Erst das zweite Ungeschick machte das Chaos perfekt. Angeblich hatte man nämlich vergessen, die sogenannte Kerkoporta, ein Ausfalltor im Norden der Theodosianischen Mauer, zu schließen. Dadurch konnten die Janitscharen nun eindringen, die innere Mauer erstürmen, die Verteidiger in den Breschen von oben angreifen und schließlich die Tore für ihre Kameraden öffnen. Unabhängig davon, wie sich das Ganze genau zugetragen hat, steht fest, dass die Verteidigung nun zusammenbrach und die Osmanen begannen, in die Stadt zu strömen. Mit den Janitscharen dicht auf den Fersen rannten die Verteidiger um ihr Leben. Die Auswärtigen zogen sich in den Hafen zurück, um die Stadt auf ihren Schiffen zu verlassen, während die Griechen nach Hause eilten, um ihre Familien zu beschützen. Unter den vielen, die getötet wurden, war auch Kaiser Konstantin XI. Leider sind keine Einzelheiten über seinen Tod bekannt, aber er stand zu seinem Wort und gab sein Leben bei der Verteidigung der Stadt. Der Kaiser war tot. Konstantinopel war gefallen. Bald waren die osmanischen Soldaten überall in der Stadt und schlachteten jeden ab, der sich ihnen in den Weg stellte. Das Blutvergießen hörte erst auf, als auch der letzte Widerstand gebrochen war. Dann plünderten die Sieger die Stadt, wie es nach einer Eroberung üblich war. Die osmanischen Soldaten raubten, vergewaltigten und nahmen Sklaven, wie es ihnen beliebte. Die Beute war so gewaltig, dass die Redewendung »einer, der in Konstantinopel gewesen ist« im Osmanischen Reich noch für lange Zeit einen reichen Mann bezeichnete. Nach 3 Tagen beendete der Sultan die Plünderung. Moderne Historiker schätzen, dass alleine beim letzten Angriff und dem anschließenden Massaker etwa 4000 Menschen getötet und in den folgenden Wochen 30.000 als Sklaven verschleppt wurden. Damit war die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs praktisch entvölkert. Auch die Osmanen erlitten mit Sicherheit schwere Verluste. Wie hoch sie waren, ist jedoch unbekannt. Mit Konstantinopel fanden auch seine Verteidiger ihr Ende. Der Kaiser starb während dem letzten Gefecht, Prinz Orhan stürzte sich von den Mauern, weil er fürchtete, von Mehmet gefasst zu werden, Candalali Pascha und Lukas Notaras wurden kurz nach dem Sieg hingerichtet und Giovanni Giustiniani Longo verstarb auf dem Weg zurück in sein geliebtes Genua. Alle, die dem Sultan ein Dorn im Auge gewesen waren, waren umgekommen. Die Eroberung von Konstantinopel bedeutete das Ende von Byzanz. Obwohl Mehmet weitere 8 Jahre brauchte, um die letzten Reste des Reiches zu vernichten, endete mit dem Fall von Konstantinopel die 1100-jährige Existenz des Oströmischen Reiches. Nach der Belagerung machte Mehmet Konstantinopel zu seiner neuen Hauptstadt. Es wurde zu seinem stabilen Stützpunkt am europäischen Ufer des Bosporus und zum Dreh- und Angelpunkt für seine weiteren Expansionspläne. Und genau das hatten die Christen Europas befürchtet. Nachdem Konstantinopel erobert war, ging der Sultan angeblich direkt zur Hagia Sophia, um den muslimischen Glauben zu verkünden. Damit hatte Mehmet endlich den Sieg errungen, den er so dringend brauchte. Ihm war gelungen, was die Heerscharen des Islam jahrhundertelang nicht geschafft hatten. Und deshalb war er fortan als Mehmet
der Eroberer bekannt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann überleg dir doch bitte, Mitglied unseres Kanals zu werden. Der Produktionsaufwand ist enorm und wir stemmen das Ganze zu zweit. Schon eine kleine Unterstützung hilft uns enorm weiter.